Bergsweh. Aber ein bisschen aufpassen magst du schon. Da pfeift ganz nicht ab. Servus. Andi. Das schaut nicht gut aus. Zumindest liegt er in einem sicheren Bereich. Für den Patienten liegt keine Gefahr von außen vor. Eine erste Hilfe ist somit möglich. Wichtig ist, einmal durchschnaufen und sich sammeln. Denn ein Retter, der ruhig ist, strahlt Sicherheit und Souveränität aus. Ein ordentlicher Bodycheck gehört gemacht, um eine erste Notfalldiagnose zu stellen. Ein Bodycheck ist nicht nur elementar in der Versorgung, sondern auch in der Alarmierung des Rettungsdienstes. Es empfiehlt sich dabei, nach der C-A-B-C-D-E-Regel vorzugehen. Solche Algorithmen sind sehr hilfreich, gerade in Stresssituationen. Quasi ein Kochrezept für den Notfall. Die Schritte, die man dabei gehen soll, sind nach Dringlichkeit gestuft. Das kleine C steht für Critical Bleeding. Zuerst schauen wir, ob der Patient eine lebensbedrohliche Blutung hat. Wenn ja, müssen wir diese sofort stoppen. Aber mehr dazu in einem anderen Tutorial. A, Airway, steht für die Atemwege. Sind die Atemwege verlegt, befindet sich Erbrochenes oder Fremdkörper in Mund oder Nase? Ein kurzer Blick in den Mund-Rachenraum verschafft Klarheit. Den Mund musst du unbedingt sofort freimachen. Anschließend gehört der Kopf überstreckt. Das ist gerade bei bewusstlosen Patienten lebensnotwendig. Ist ein weiterer Helfer vor Ort, so kann dieser den Kopf fixieren und bleibt somit auch Ansprechpartner für den Patienten. B. Breathing steht für die Atmung. Jetzt müssen wir überprüfen, ob der Patient richtig atmet. Durch Sehen, Hören, Fühlen kann man dies kontrollieren. Mindestens 10 Sekunden. Ein Druck auf den Brustkorb lässt Instabilitäten und Schmerzen erkennen. Ein Blick unter die Kleidung gibt Aufschluss über weitere Verletzungen. C. Circulation steht für Kreislauf. Es gilt herauszufinden, ob innere Blutungen vorliegen. Die großen Blutungsräume, Bauch, Becken, Oberschenkel gehören abgetastet. Spürst du dabei Verhärtungen oder reagiert der Patient auf Schmerzen, so könnte dies ein Anzeichen für eine innere Blutung sein. Wie ist die Gesichtsfarbe des Patienten und wie ist sein Allgemeinzustand? D. Disability steht für die Neurologie. Hier gilt es, Verletzungen am oder im Kopf zu erkennen. Kommt Blut oder Flüssigkeit aus Nase oder Ohr oder hat der Patient ein Veilchen unter dem Auge, so wäre das ein Anzeichen für einen Schädelbasisbruch. Frag den Patienten, wie es ihm geht. Übelkeit, Schwindel, Erbrechen und Bewusstseinsstörungen sind typisch für Blutungen im Kopf. Als nächstes kontrollieren wir, ob er Verletzungen an der Wirbelsäule hat. Dazu checken wir die Sensorik und Motorik von Armen und Beinen. Ja, was geht da? Nein, kannst du dich jetzt bewegen? Ja. Super. Gut. Auch den Rücken müssen wir auf Abnormalitäten und Verletzungen kontrollieren. Achtung! Wenn wir Verletzungen an der Wirbelsäule vermuten, dürfen wir den Patienten nicht mehr drehen. Müssen wir ihn trotzdem bewegen, so müssen wir darauf achten, dass die Körperachse immer eine gerade Linie bleibt. E, Exposure, steht abschließend für alle anderen Verletzungen. Hierbei tastet man Kopf, Hals, Schulter, Arme und Unterschenkel ab. Hat der Patient irgendwo Schmerzen? Nein? Dann packen wir den Verletzten ein, setzen den Notruf und warten auf die Rettung. Mehr dazu im Tutorial Notruf und Abtransport. Mhm.